Howdy Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Thailand-Video. Heute, meine Lieben, befinden wir uns in Pai. Das ist eine super, super kleine Stadt, nur ungefähr 3 Busstunden entfernt von Chiang Mai und 762 Kurven. Und solltet ihr euch jemals im Norden rumtreiben, meine Freunde, dann müsst ihr unbedingt einen Abstecher nach Pai machen. Diese Stadt ist absolut grandios. Jetzt jedenfalls, also heute, so die nächsten Tage, bin ich erstmal mit Armon unterwegs. Den kennt ihr ja schon aus dem Papay Meditationscenter. Und wir werden zum Beispiel den Pai Canyon besuchen und generell das Umland um Pai herum erkunden. Ja, Freunde, es ist super geil. Ich hatte dort die beste Zeit, definitiv in Thailand. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die beste Zeit meines ganzen Lebens. Daran lasse ich euch nun also teilhaben. Bin deshalb jetzt ruhig, wünsche euch viel Spaß mit dem Video, Freunde. Guten Morgen, Freunde Linus. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video aus Thailand. Heute sind wir in Pai, wie schon angesprochen. Und ich zeige euch nun erstmal, was für ein Hostel wir haben. Es sieht so aus. Ich drehe euch einfach mal rum. Ihr seht, es ist ein sehr großes, offenes Areal. Zimmer zeige ich euch auch gleich, da pinnt aber gerade noch jemand. Und ja, wir waren gestern Abend schon unterwegs in der Stadt mit Amon und Daniela und den Namen habe ich vergessen, so ein Argentinier, der haben wir auch im Bus kennengelernt. Und die Stadt macht schon richtig Spaß, das kriege ich jetzt schon mit. Die ist so geil, wir haben gestern gesoffen wie ein Loch und hatten so viel Spaß. Und die Stadt ist genau wie ich es mir vorgestellt habe, genau wie es erzählt wurde. Übel hippie-mäßig, man merkt es sofort, wenn man da durchkommt, der Flair und die Vibes so. Super klein, ich bin gestern in einer halben Stunde viermal durch die ganze Stadt gefahren mit dem Moped. Und heute wollen wir alle zusammen einen Ausflug machen, auf jeden Fall einen. Und deshalb ballern wir jetzt mit dem Moped einfach mal raus aus Pai. Die Umgebung ist super geil, die Straßen sind total frei, es ist super chillig und deshalb fahren wir jetzt einfach mal Richtung Hügel raus. Wir haben uns einen Punkt ausgesucht, ich glaube, es ist ein Wasserfall, ich bin aber nicht mehr sicher. Und dann, ja, Freunde, einfach mal schauen, was begegnet auf dem Weg. Los geht's! Freunde, wir sind hier an einem Erdbeerland angekommen. Schaut euch das mal an, der Platz heißt Love Strawberry. Und hier, schaut mal. Das ist einfach eine riesige Erdbeere hier. Ich bin gespannt, was ich hier wohl kriegen kann. Lass uns mal schauen, was es hier wohl zu kaufen gibt, Freunde. Freunde, was für ein seltsamer Ort. Das ist das Erdbeerland. Wer hätte gedacht, die Asiaten, die machen jeden Scheiß, ohne Witz. Freunde, wir sind in Valhalla angekommen. Und wir müssen nicht mal Wikinger sein. Hippie musste sein. Schaut euch mal bitte dieses Hostel hier an. Heilige Scheiße, das hier ist ein Jungle Hostel. Wir sind jetzt hier am Pai Canyon angekommen. Also noch nicht ganz, wir sind gerade auf dem Weg dahin. Ist mal wieder Hochkletterei. Aber dann, Freunde, sind wir am Pai Canyon. Klingt sehr cool. Leute haben gesagt, sieht schick aus da. Aber es ist wohl gerade... Oh, fuck. Es ist wohl gerade Burning Season. Das heißt, die Thais verbrennen in dieser Zeit alles Laub und deshalb kann es sein, dass die Sicht da oben am Canyon gleich sehr eingeschränkt ist.
Leute, da sind wir wieder. Wir sind wieder unten. Canyon wurde erfolgreich besichtigt. Ein richtig geiler Canyon. Das hat mega Spaß gemacht. Jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter. Eine andere Straße zurück Richtung Stadt. Da gibt es nämlich noch einen White Buddha. Den wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Und auf dem Weg zur Stadt kommt danach auch noch irgendein Tempel, den mir irgendjemand auf dieser Karte markiert hat. Freunde, wir sind jetzt in der Paradise Bar. Es ist abends, wie ihr sehen könnt. Es ist dunkel. Und Arman und ich, wir haben heute noch Jill, Martin und Jura getroffen. Die haben wir ebenfalls in dem Meditationsretreat kennengelernt und die sind auch nach Pai gekommen. Wir sind jetzt hier in der Paradise Bar. Wir werden jetzt einen richtig geilen Abend verbringen. Haben gerade den ersten Drink bestellt. Und Freunde, ich melde mich nochmal. Ciao.